Wir sind Martin und Marianne und zusammen mit unserer Katze und unserem Wohnmobil reisen wir quer durch Europa. In diesem Video erkunden wir die herrlichen Grotten und Felsformationen der westlichen Algarve und wir fragen uns, ob wir in Miami gelandet sind. Los geht's! Die Ponta da Piedade befindet sich 3 Kilometer südlich von Lagos. Die karge Landzunge ragt 20 Meter über dem Meer. Von Lagos aus starten einstündige Bootstouren zu den Felswänden. Wir haben den öffentlichen Bus benutzt und sind das restliche Stück gelaufen. Die Ponta da Piedade gilt als eine der schönsten Sehenswürdigkeiten Portugals. Wir finden zurecht. Der Parkplatz darf nur tagsüber angefahren werden. Übernachten ist hier nicht gestattet. Die Grotten- und Felsformation kann zu Fuß erkundet werden. Teils gut ausgebaute Wege führen hinunter zu dem grün-blauen Meer. Die Stimmung in den Morgenstunden hat uns besonders gut gefallen. Der Algarve Camping Car Park liegt auf einem Hügel. Von hier aus überblickt man sowohl das Meer als auch die umliegenden Berge. Der Wohnmobilbereich befindet sich inmitten der Natur. Die Besitzer sprechen Englisch, Französisch und Portugiesisch. Momentan bezahlt man 7 Euro ohne Strom für einen Platz. Gleich in der Nähe befinden sich zudem Supermärkte, Restaurants und das Meer ist auch nur 1,2 Kilometer entfernt. Amassau de Pera ist ein ehemaliges Fischerdorf und heute ein beliebter Badeort an der Algarve-Küste. Ein kilometerlanger Sandstrand wird von den malerischen Felsen umrahmt. Von hier aus führt ein Wanderweg entlang der Küste. Thank you.
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg Richtung Porches, denn dort sollte es eine wunderschöne Kirche auf einem Felsvorsprung geben, die Kapelle Nossa Senhora da Rocha. Die Kapelle wurde im 16. Jahrhundert zu Ehren der heiligen Maria von Fischern erbaut. Heute ist sie beliebt unter Hochzeitspaaren. Ein weiterer Ausflug führte uns zum Praia da Marinha. Dieser Strandabschnitt ist leider nicht für Wohnmobile zugänglich. Daher haben wir uns für ein Uber entschieden. Allerdings wäre es auch möglich, die Strecke mit einem Fahrrad zurückzulegen oder mit einem Mietwagen und bis zum großen Parkplatz zu fahren. Der etwas abgelegene Strand gehört zu den schönsten Stränden der Felsallgabe und ist durch 30 Meter hohe Felsklippen geschützt. Gerade in der Nebensaison halten sie kühlere Nordwinde ab. Die etwa zweistündige Wanderung führte uns zur Höhle von Benagil. Das Küstenpanorama auf der Strecke ist spektakulär. Da es entlang dieser Strecke keine Restaurants gibt, ist eine gute Verpflegung und ausreichend Wasser empfehlenswert.
Das einstige Fischerdorf Albufeira gilt heute als die touristische Hochburg der Region und bietet zahllose Kneipen, Restaurants, Diskotheken und Souvenirläden. Etwas erhöht thront der Elvador do Pênico. Von hier aus bietet sich ein weiterer Blick auf die Bucht. Die Marina von Albufeira erinnert doch stark an das amerikanische Miami. Die bonbonfarbenen Straßenzüge beheimaten Hotels, Apartments, Geschäfte und Restaurants. Für einen kleinen Abstecher lohnt es sich, hierher zu kommen, besonders in der Nebensaison. In dem nächsten Video dreht sich alles um Strände. Wir bestaunen rote Klippen, fahren abenteuerliche Straßen, schlafen am Strand, es geht hoch hinaus und wir entdecken Skurriles. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Bis bald!